Ja, als nächstes möchte ich Josef Barth ankündigen, der uns oder der den Freiwind gegründet hat und uns was erzählen möchte über die Freie Wähler. Auch eine Möglichkeit, uns wieder selber zu organisieren. Aber dazu bitte selber. Viel Spaß. Dankeschön. So. Ja, danke. Danke, danke. Ja, hier steht noch gewöhnliche Art geschrieben. Josef Barth. Ich bin Josef aus dem Hause Barth. Und ich habe heute die Ehre, euch diese Idee, was ich da sozusagen zusammengetan habe, zu präsentieren. Könnt ihr natürlich hier auch im Saal sind einige Freie Wähler, Freie Menschen, Freiwindler schon dabei. Die hätten wahrscheinlich das vielleicht viel besser das machen können als ich. Aber ich habe heute die Möglichkeit und die Ehre, euch das hinzugeben. Also vor mir waren schon einige Redner hier und die haben viel das erklärt, wie das ist, was Ist-Situation ist. Also hier in dem sogenannten Lande, der, also BRD ist kein Staat, also nicht im Staate, sondern wie das die Situation ist und was zu tun ist, ist soweit praktisch schon für alle wahrscheinlich klar. Es ist eine Veränderung und die Veränderung kann nur zweierlei führen. Entweder nehmen wir den Zepter selber in der Hand und organisieren oder es kracht. Also habe ich mir überlegt, wie kann man das machen? Was zu tun wissen wir jetzt? Die Frage war, wie setzen wir das um? Und ich habe immer daran gedacht und gesucht und ich wusste, sagen wir so, von der irgendwie intuitiv schon öfter, also schon seit Jahren, dass es ganz einfache Wege gibt. Aber je mehr man sich mit dem Recht beschäftigt hat, besonders internationalem Recht auch, desto dunkler war es. Und irgendwann bin ich morgens aufgewacht und dann war die Idee da. Weil drei Sachen habe ich aus dem ganzen System sozusagen gelernt, also sozusagen, das werde ich jetzt gleich sagen, ich habe einen Traum, sozusagen das, was ich möchte, das, was wohin wir wollen, also das, was wird, ich möchte eigenverantwortlich, friedlich und so weiter, also mit allen anderen zusammen erleben. Noch mehr, ich weiß, dass ganz viele oder die meisten sogar, egal wo die jetzt auch in Ämtern sitzen, auch die gleichen Träume, ungefähr die gleichen Sachen haben. Das heißt, wir wollen alle eine konstruktive, positive Veränderung. Die Frage stellte sich jetzt, wie erreichen wir das? Wie kann man das erreichen? Auf der politischen Bühne, ich habe mich da auch ein bisschen bewegt in dem Bereich, habe ich gesehen, durch Partei, also als solches, also zu stehendes Parteisystem, ist das nicht möglich. Ja, also dann habe ich hier gesucht und habe gedacht, okay, wie kann man das machen, dass das einfach funktioniert und so, dass jeder da gleich mitmachen kann. Auch diejenigen, die in Ämtern jetzt sitzen. Denn ich unterscheide zwischen Amt und Politik. Und da komme ich jetzt ganz kurz erstmal zurück, deswegen lege ich diese Sache hier ein bisschen weg. Also ich habe durch verschiedene Sachen, durch verschiedene Forschungen und so, für mich fast festgestellt. Also drei Sachen eigentlich herausgefunden. Juristisch gesprochen. Sage ich das. Das ist meine subjektive jetzt Meinung, was ich hier sage, aber sozusagen, wie ich das empfunden habe. Das erste ist, das Deutsche Reich existiert fort. Das zweite ist, BRD ist keine Nachfolgerin des Deutschen Reichs. Das dritte ist, der Boden des Deutschen Reichs gehört dem deutschen Volke. Da habe ich gesagt, okay, das ist keine Nachfolgerin, das sozusagen existiert fort, aber ist nicht handlungsfähig. Wer bleibt? Bleibt das Volk. Wir sind da. Also haben wir gesagt, wie kann man diese Verbindung jetzt zum Boden herstellen? Denn wenn das kein Nachfolger des Deutschen Reichs hat, hat das auch keine Verbindung zum Boden. Also die Verwaltung in der BRD ist so aufgebaut. Gemeinde, Kreis, Land, Bund. Das ist aber eine Verwaltung. Der Boden gehört dem deutschen Volke. Wer ist das Volk? Ich. Wie kann ich das jetzt das machen? Ich muss mich da nur deklarieren. Deklarieren nicht für mich und nicht für uns, weil wir sind hier alle freiwillig und dafür brauchen wir keine Deklaration oder schriftliche Verträge. Wir deklarieren uns nach außen, weil wir in einem System noch leben, also in der Übergangsphase, wo wir das machen müssen. Uns deklarieren noch nach außen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann machen wir sowas. Und habe ich gesagt, welche Signale kann es geben, sodass das für jeden da ist. Das ist ein Punkt, also diese drei habe ich erzählt. Zweite Sache, kam man hier, diese Urteile 2008, da haben wir irgendwie alle so ein bisschen, also ich auch, zwar gehört, aber nicht so richtig wahrgenommen, aber dann kam 25. Juli 2012. Das war für mich ein Stichtag übrigens.
Da bin ich, als ich das mitbekommen habe, habe ich gesagt, so, das ist noch ein Signal. Das heißt eigentlich im Prinzip, dass man die, sich selber, das heißt die heutige sozusagen Politik oder Übergangsregierung, so ist das richtige Wort dafür, zeigte sich selber jetzt rote Karten. Die zeigt uns, wir sind nicht mehr handlungsfähig, entweder handelt die jetzt oder wir fahren die Titanic gegen den Eisberg. So entstand dieser Gedanke mit freien Wählern. Warum das Wort Wähler? Das Wort Wähler kam dazu, weil wir, sagen wir so, in der Nachkriegszeit besonders ganz viel über Wahlen gesprochen haben und jeder versteht, was das ist. Aber wählen heißt nicht nur wählen, sondern auch abwählen. Man kann etwas auch abwählen. Also deswegen, das Wort stand frei, dann Wähler und ich bin 2000 im Verein Neue Beginn. Und da haben wir einige neue Beginner zusammengesessen am Anfang und haben dieses Thema recherchiert. Und deswegen heißt das Freie Wind, Freie Wählerinitiative, Neubeginn Deutschland. Also wir sind freie Wähler, die sich nach dem internationalen Natur- und Völkerrecht bekennende freie Menschen. Wir sind freie Menschen, die ihre Stimme für sich, ihr selbst, ihre Familie und Ort erheben. Und wir sind keine Partei. Warum keine Partei? Weil wir haben auch jetzt bei anderen Parteien gesehen, wie Violetten oder Piraten und jetzt die letzten sozusagen zu nehmen, wie schnell diese Sache sich ändern kann. Der Gedanke war von mir, wie können sich dann die freien Menschen, also die freien Wähler, die sich so eine Liste wurde entworfen, dazu komme ich noch dazu, ein bisschen weiter. Also weiter, ich kann Mikro ein bisschen weiter halten. Ist das besser? Ja. Danke. Gemeinsam sind wir stark. So entstand diese ganze Geschichte. Wie gesagt, wenn man sich in die Liste eingetragen hat, erklärt man sich zum freien Wähler, freien Mensch. Und dann entsteht die Möglichkeit, dass die freien Wähler gründen freie Grundgemeinden. Warum? Da habe ich schon angefangen, das Thema einzugehen. Die Verwaltung in der BED ist so, was hier Gemeinde, Kreis, Land, Bund. Kein Bezug zu dem Boden. Freie Wähler, freier Mensch bekennt sich zu dem Boden und organisiert Grundgemeinden, Untergemeinden von der Gemeinde. Also geht in die Verwaltung. Politisch Verwaltung, also das ist eigentlich ein verwaltungstechnischer Akt. Und heute ist es verwaltungstechnischer Akt notwendig, um der Verwaltung zu zeigen, dass wir da sind. Jeder kann so eine Grundgemeinde gründen, wenn er freier Wähler geworden ist oder freier Mensch sich sozusagen erklärt hat. Und ich unterscheide zwischen Verwaltung und Politik. Denn die Verwaltung ist ein mächtiges Instrument. Und meine Intention ist, dieses Instrument, diese Maschine für uns zu nutzen. Die Maschine, diese, Entschuldigung, dass ich das Wort so sage, diese Verwaltung, dieses mächtiges Instrument braucht eine Alternative. Und diese Alternative ist das hier, die Grundgemeinde, die legitime Organe mit Bezug zu dem Boden. Deswegen heißen die auch Grundgemeinden. So, die Grundgemeinden. So, das ist jetzt, warum die Grünen, freie Menschen, die auch freie Wähler sind, Grundgemeinden gründen. Auch das ist hier jetzt absichtlich genommen worden, wenn wir das lesen. Das ist eine genaue gleiche Aufforderung, was ich vorher gesagt habe. Wenn das für mich ist eine Aufforderung. Wenn sie sowas sagt, dann sage ich nie, das sagst du. Wir machen das richtig, wir machen das anders. Die Grundgemeinden gründen sich durch sieben, also mindestens sieben sollen es sein, freie Menschen, freie Wähler. Mehr, also ich kenne wahrscheinlich ein oder zwei Grundgemeinden, die mit sieben Personen oder acht oder neun oder zehn gegründet wurden. Die meisten haben mehr. Die können nachher sich eine Satzung geben, müssen aber nicht. Denn die Gründung der Grundgemeinde wird durch eine Urkunde bestätigt. Die Listen und Grundgemeinden habe ich alles hier. Vernetzung mit anderen Grundgemeinden ist natürlich absolut erwünscht, denn nur in der Gemeinsamkeit sind wir stark. Nochmal wieder, Entschuldigung, ich komme wieder dazu. Ja. Okay. Ja, ist für mich einfacher hier, dann hatte ich so hier. Also. Ja, ich bin eigentlich schon ganz zum Schluss gekommen. So sieht die Liste aus. So sieht die Liste aus und Sie sehen, hier ganz lange
Spalt, weil hier kommen die Nummern. Das heißt, ich habe die Liste, die nennt sich Urliste. Diejenigen, die sich bei mir jetzt eingetragen haben, ich habe auch die Urliste da, also wenn sich einige noch eintragen, bekommen hier eine Nummer. Also geht sie mit einer laufenden Nummer durch, dann kommt Familienname, also und alles, was hier steht. Und diese Nummer wird dann hier in einem, also derjenige, der sich hier eingetragen hat, bekommt gleich so eine saubere Liste von mir. Oder von demjenigen, die hier im Saal sind, einige Freiwilliger, die auch ihre Listen hier haben. Ihr könnt auch bei denen, genau, Jens hat schon eine Liste da. Also Sie können sich auch bei denen eintragen und dann bekommt ihr gleich so eine saubere Liste, wo auch eure Nummer steht. Wichtig ist dabei zu beachten, die Nummer, die hier kommt, bekommt immer hinten einen Punkt. Das heißt zum Beispiel, bei mir wäre das jetzt, ich weiß nicht, ich denke, klar, die letzte Nummer ist glaube ich 98 oder dann derjenige, der jetzt kommt, bekommt Nummer 99. Dann bekommt er eine saubere Liste mit Nummer 99 Punkt. Tragen Sie sich bei ihm welche hier ein, mit 1, 2, 3, 4, 5. Bekommen Sie genauso eine freie Liste, saubere Liste, dann wird hier stehen 99 Punkt 1 Punkt. Dieses Punkt bedeutet, dass so können wir verfolgen, wie das es geht. Derjenige, der sich bei mir in der Urliste eingetragen hat, hat direkten Kontakt praktisch mit mir und schickt nachher die Originale, nachdem er die Kopien gemacht hat, an mich. Und diejenigen, die sich in den Nummern hier eingetragen haben, auch. Jeder hat eine Kopie. So kann es niemals dazu kommen, dass irgendwas verloren geht. Wenn auch einige Listen sogar sozusagen entwendet werden oder aus dem Computer entfernt werden und so weiter. So ist das beständig. So, und da komme ich schon zu dem Schluss. Also, ich sage jetzt nicht ich, sondern wir haben einen Traum. Zusammen ist das möglich. Nicht nur möglich, sondern wir schaffen es auch. Denn nicht nur ich, sondern alle haben so einen Traum. Wir alle hier. Und gemeinsam sind wir auch natürlich stark. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Du bist jetzt schnell. Ja, eigentlich hattest du ja viel mehr Zeit eingeplant. Ja, vielleicht können Fragen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich abgesprochen habe. Gibt es Fragen dazu? Okay. Ja. Gibt Fragen zu? Ja. Vielleicht ist es aus. Josef, wie wirkt sich die Verbindung zu diesem Grund und Boden aus? Weil was ich in der Liste mache, ist, dass ich mich verbinde als Mensch mit dem Boden des Grundes. Was ist der Sinn dieser Liste? Was ist der Sinn der Verbindung von mir als Mensch zum Boden? Ja. Ich habe das vorher schon erwähnt. Das ergibt sich aus meiner Sicht aus dem internationalen Recht. Das heißt, wir sind jetzt zurzeit, wir sind sogenannte Personal einer Firma. Wir haben Personalausweise, Personal, der BRD-Personal. Personal einer Firma ist sozusagen auf einer Firma sozusagen vorübergehend, kommt und geht. Hat keinen Bezug zum Boden der Firma als solches. Nach dem Recht hier, dem internationalen Recht, habe ich schon gesagt, aber das internationale Recht besagt, der Boden gehört dem Deutschen, also dem Volke. In dem Falle, so wird das interpretiert, gesagt, ich nehme das nur wahr. Ich nehme das und sage, okay, was kann man damit machen? Real, sofort, für jeden. Also ich habe schon so mal was gehört. Also das heißt, in der Hinsicht, wo man sich zum Beispiel zum freien Menschen, den sich in der Liste erklärt hat, ist man, ja, so kann man so wohl sagen, heute Großlandbesitzer geworden. Das gesamte Boden gehört auch denjenigen, die sich in der Liste sich eingetragen haben. Wir bekennen uns nur einfach dazu. Das ist unsere Interpretation sozusagen. Wir sagen, wir haben die Liste gemacht, ich bin jetzt der Besitzer des Bodens, ich bin Teil des Volkes und ich kann weiter bei der BRD sozusagen auch arbeiten. Daraus ergab sich diese Situation, wo ich gesagt habe, wie kann man das sofort umsetzen? Das heißt nicht irgendwann in Jahren, sondern sofort und überall. Und das, alles, was ich euch heute gesagt habe, setze ich auch praktisch um. Und das funktioniert. Wir haben schon die ersten Gemeinden, die alles aus der Bildung. Das heißt, wir gehen auch in diese Stufe dann wieder höher. Ich sage, ich bin Grundgemeinde, du bist jetzt Bürgermeister in der Gemeinde. So, du bist vorübergehend da und vielen Dank, dass du für Ordnung gesorgt hast. Aber jetzt, die Zeiten ändern sich, informiere dich.
informiere dich bitte. Und die fragen bis nach oben, bis nach Berlin und rum und wieder zurück. Und dann, deswegen hat einer vor kurzem mit mir gescherzt, hat gesagt, Herr Barth, ich habe einen schlechten Chef, würdest du mit ihm mal reden? Weil es hat sich ergeben, dass in ein paar Fällen, nach zwei, drei Treffen mit dem Bürgermeister, die zurückgetreten sind. Und das scherzt man schon darüber. Aber aus meiner Sicht gerade nicht lustig. Weil wenn Sie das etwas erkannt haben, sollen Sie nicht zurücktreten, sondern gerade umgekehrt. Alles vorbereiten und machen. Und ich sage dann, okay, wenn du das erkannt hast, gibt es zwei Möglichkeiten. Du trittst nach dem alten Recht sozusagen zurück als Bürgermeister, organisierst freie Wahlen und stellst dich wieder als Kandidat. Und wenn du der ethischste und moralischste Mensch zum Beispiel in der Gemeinde bist und kannst die Menschen am besten schützen, dann werden sie dich wieder wählen. Anders nicht. Ich stelle auch Fragen, ganz normale Fragen. Ich frage zum Beispiel, wie ist das gewesen mit dem Zensus? Was hast du denn gemacht als Bürgermeister? Was für Zensus? Hast du das nicht mitgemacht? Du hast doch kein Haus. Ja. Nee, ich habe nicht mitgemacht. Warum nicht? Ich auch nicht, aber warum hast du nicht mehr? Ja, ich wusste da, ich habe da gefragt. So, hast du deine alle im Gemeinde informiert? Nein. Warum? Ja, ich hatte keine Anweisungen. Stimmt. Hatte keine Anweisungen. Aber ist das jetzt richtig? Als Bürgermeister, die haben dir dann Vertrauen gegeben. Und so weiter und so weiter. Das heißt, wir gehen mit dem anderen Ansatz jetzt ran an die Geschichte. Das heißt, man kann in bestehenden Gemeinden vorgehen. Genauso agiere ich auch mit den Dienstleuten. Egal, welche Dienststelle das ist. Ich frage gleich, wenn da, je nachdem, wenn das, solange es nett läuft, bin ich auch nett. Aber in dem Moment, wo man mich ein bisschen komisch fängt an zu behandeln, frage ich auch, haben Sie einen Dienstausweis? Sagt er ja oder sie. Sagt, sehen Sie, und ich bin ein freier Mensch. Dann fragen Sie jetzt Ihren Chef, wem dienen Sie denn? Also Sie sind mein Diener oder meine Dienerin. Also benehmen Sie sich auch so. So, und das ist ganz normal. Die sagen, ja, du spinnst da wohl oder das stimmt auch. Das kannst du heute machen. Aber du kannst genauso, dann lass uns unterhalten wie Mensch zu Mensch. Aber dann ist das Gespräch ganz anders. Denn als freier Mensch dienst du nur den anderen Menschen wiederum und der Natur und so weiter. Und ist das jetzt im Sinne der Gemeinde, was du da jetzt machst? Nein. Du vernichtest alles was um dich drumherum in Anweisungen. Ich habe mal eine im Amt, ich war im Amt. Meine letzte Arbeitsstelle ist Gesundheitsamt. Da habe ich immer meine Kollegen gefragt, kennst du da jemanden in Brüssel, für den du so fleißig hier alle vernichtest um dich herum? Die heißen genauso wie du, Voss, Müller und so weiter. Kennst du da einen? Ha, Herr Bartmann, kann man mit Ihnen gar nicht sprechen. Warum denn nicht? Ich hatte, weil es geht doch darum, um hier zusammen etwas zu machen. Und die kenne hier, deswegen werde ich die natürlich beraten und alles denen sagen und die unterstützen und schützen. Von den Behörden da oben, weil ich habe die Möglichkeit jetzt da. Ich kenne die Unterschiede. Ich habe mal so einen Scherz geschmissen, habe gesagt, sehen Sie, ich sehe, warum ich so verbissen dagegen bin, weil ich erkenne, dass in den Verwaltungsvorschriften aus Brüssel genau die gleichen Sachen laufen wie in Sowjetunion. Die übernehmen Sowjetunion 1:1 in Brüssel, sogar die Kommas sind an der gleichen Stelle. Und deswegen haben sie gesagt, da möchte ich aber nicht mehr hin, von da bin ich weg. Und ich sehe, dass das gerade dahin geführt wird. So, aber das ist jetzt meine, Entschuldigung, habe ich Ihre Frage beantwortet? Ja, Ihre Frage bitte. Also ich habe das Gefühl, es geht um einen anderen Anspruch auf Selbstbestimmung, auf neue Entscheidungsstrukturen und den Boden wiederzubekommen. Also dass man sagt, das jetzige System hat ja gar keine Legitimität, wir ersetzen es durch ein alternatives, legitimes System. Genau. Damit hat man aber den Boden ja noch nicht wieder genommen. Die anderen sagen ja, unser System ist das Legitime. Man hat noch nicht die anderen Entscheidungsstrukturen, die jetzt zum Beispiel die demokratischen Städtewahlen oder Kreiswahlen und sowas abgelöst hätten. Man hat ja auch noch nicht die Form, wie man dann anders miteinander teilt. Also ich frage deshalb aus der Praxis nochmal, aber mit Bezug auf die Praxis, weil der Grundansatz ist einer, den ich teile. Nur habe ich jetzt schon seit 22 Jahren dann die Praxis so gewählt, dass ich hingegangen bin und habe Land genommen, weil es mir als Mensch zusteht, habe dann unabhängig gelebt, und sei es von der Wiese eben oder den Insekten. Ich habe mit anderen Menschen radikale Basis, nämlich Konsensdemokratie, praktiziert und damit gesagt, ich bin nicht mehr gebunden an die anderen Rechtsstrukturen und ich praktiziere geschwisterliches Teilen. Ist das auch bei Ihnen schon in keinen Zellen entstanden? Also so ungefähr. So kann ich auch sagen.
Also im Prinzip, nur ich habe das vorher erwähnt, und deswegen, wenn Sie zugehört haben, habe ich erwähnt und gesagt Folgendes. Wir brauchen eigentlich für uns selber, hätten wir das nicht gebraucht, diese Listen oder diese Grundgemeinden als solches, weil das ist auch so, dass wir sind freie Wähler und, oder freie Menschen von der Natur her. Wir sind geboren, ich bin da, also ihr seht mich auch. Also kann das keiner verleugnen. Also das heißt, dass es funktioniert alles. Das Einzige, weswegen wir diese Schritte machen, das sind die ersten sozusagen zwei Schritte. Ich finde das sehr wichtige Schritte, weil wir, das habe ich auch erwähnt, verwaltungstechnisch uns organisieren müssen, um nach außen Kommunikation zu geben, um die Ziele zu erreichen. Also die ersten Schritte sind das. Und die Grundgemeinden sind A und O dabei. Denn die Grundgemeinden, die auch nicht nur postalisch, aber in erster Linie postalisch sozusagen organisiert sind, ermöglichen das schnell und friedlich, vor allem friedlich, diesen Übergang zu machen, weil wir dann die Verwaltung auf unserer Seite haben. Weil wenn ich als Verwalter eine Möglichkeit habe zu wählen zwischen legitim sozusagen und nicht legitim, wie wir sagen, nach dem internationalen Recht, dann werde ich mich irgendwie entscheiden. Und immer mehr entscheiden sich, deswegen ich sage, auch bei uns hier in den Listen sind jetzt immer mehr auch Beamte dabei oder Angestellten im Amt. Die gehen weiter so zum Amt und sagen, ich bin jetzt auch bei Freien Wählern mit dabei, also sagen auch ihren Chefs das und so weiter, aber die agieren ein wenig anders. Und diese Möglichkeit, je mehr Grundgemeinden gegründet werden, desto, sag ich mal so, schneller passiert dieser Umgang, also Übergang. Weil wenn die Gemeinden nicht mitmachen, gerade oder sich umstellen nachher in den Kreisen und so weiter, dann ist die Sache, geht von alleine. Es geht um friedlichen Übergang, schnell und einfach. Und eigentlich auch kostengünstig. Ja, Entschuldigung, der Herr war vor Ihnen. Aber ich denke, du sagst mir, wenn die Zeit um. Ne? Wir können nachher auch diskutieren im Rahmen der. Ja, ich finde den Ansatz total interessant. Ich habe ähnlich gedacht bei Terranea.org im Bündnis freier Menschen. Es ist wichtig, die Spielregeln, die da sind, aufzugreifen, die Sprache auch zu sprechen, die gesprochen wird. Die Bundesrepublik spricht, ich habe das auf der Liste gesehen, von Vornamen und von Familiennamen. Den eigentlichen Namen, der völkerrechtliche Bezug wäre, den grenzen Sie aus, der unser hier jetzt nicht geglaubter Vorname ist. Die Frage, ist das jetzt ganz gezielt jetzt so gemacht, bewusst mit den Vornamen und den Familiennamen deren Sprache zu sprechen? Warum steht kein Name drin, der rechtliche, völkerrechtliche Bezug wäre? Und die Frage noch, warum sprichst du von dem deutschen Volk und nicht dem deutschen Völker? Könnte man auch. Ich habe deswegen vorher erwähnt, das ist nicht meine Sprache, sondern so habe ich das aus dem internationalen Recht rausgelesen. Verstanden, deswegen diese drei. Deswegen habe ich das so interpretiert und so auch gesprochen. Deswegen habe ich auch gesagt, das ist nicht meine Sprache, sondern so habe ich das rausgelesen. Daraus ergab sich für mich eine Handlung. Das heißt, nicht nur was, sondern wie. Es ging darum, wie setze ich das um. Und dann entstand das hier und das nutze ich auch. Und in unserem Flyer steht das auch. Diese Bundesverfassungsgerichtsurteile. Und jetzt will ich jetzt nicht darüber diskutieren, wie ich dazu stehe, ob das jetzt legitim oder nicht legitim, das wissen wir. Das brauchen wir gar nicht zu. Es geht darum, dass wir diese Sache jetzt anwenden, in der Sprache sozusagen der Verwaltung, um zu zeigen, dass das da und da funktioniert. Zweite Sache. Wir sind dynamisch. Es gibt eine Veränderung, es gibt immer neues Wissen dazu. Und ich bin offen, ich bin bereit, dieses ganze Wissen nochmal und nochmal zu korrigieren und so einzugehen und so weiter. Ich bin nicht allein, nur gemeinsam schaffen wir das. Ich habe nur die Idee gehabt, so kann man das ungefähr umsetzen. Das ist nur eine der Varianten. Aber die ist, sagen wir für die meisten einfach umzusetzen, wirklich. Schmerzlos, kostet nicht so viel und dann macht man das und dann funktioniert. Dann einfach den Namen noch dazwischen fügen. Das Ding bringt zum Nachdenken auf jeden Fall rein. Vorname, Nachname, aha, da gibt es was dazwischen. Und dann kann man sagen, ja, das ist der Mensch. Okay. Das ist die das gut, das machen wir noch. Ich habe nur noch eine Frage. Wahrscheinlich wisst ihr alle schon alles. Aber dieses, ich habe das
so verstanden, dass du das so gemacht hast, dass die Bundesrepublik Deutschland uns als Handel, als Ware benutzt, sozusagen. Und wir somit deren Mitarbeiter sind. Ist das richtig? Und jetzt sagst du, es ist aber eine Möglichkeit, sich da rauszuschälen aus dieser, ich bin Besitz sozusagen der Bundesrepublik, sondern wir sind jetzt frei, indem du sagst, das Einzige, was sie uns nicht genommen haben, ist der Boden und durch diesen Boden sind wir frei. Oder wie ist das? Ich habe das nicht. Freie Gemeinden. Wir bilden freie Gemeinden. Will jemand antworten oder soll ich das machen? Ja, also, ja, wir können es aber nicht so lange machen. Ja, ich versuche das kurz. Dadurch, dass wir uns jetzt sehen, sind wir freie Menschen sowieso. Ja, genau. So, aber wir haben hier eine Situation, gerade hier, jetzt wo wir jetzt hinsitzen, auch in Alsfeld, auch in Hamburg, auch in Berlin, auch in Stuttgart. Wir haben so eine Situation, da so wir sagen, wie kann man das sagen? Das ist irgendwie auch wiederum juristisch gesprochen rechtloser Raum. Also oder gesetzloses Raum. Das heißt, das ist auch eine unglaubliche Möglichkeit für uns. Von einer Seite sind wir Personal einer BRD, oder nicht alle, aber ein Teil, oder die meisten, Personal einer BRD. Jetzt, die BRD ist eine Verwaltung der Alliierten. Die wurde drauf auf Gesetz mit der, sozusagen, bis das deutsche Volk sich selber in freier Entscheidung, bla bla bla, und ich will das jetzt nicht, ich denke, dass alle wissen, deswegen habe ich gerade gesagt, was zu tun ist, wissen wir. Wir, es geht immer um wir. Und jetzt kommt das, dass wir jetzt sehen, es kommt nicht zum Gange. Warum? Woran liegt das, dass es nicht zum Gange kommt? Es liegt an uns. Das heißt, wir müssen uns in irgendeiner Form, und das kommt jetzt gerade, was ich da gesagt habe, verwaltungstechnisch, genauso wie die funktionieren, verwaltungstechnisch organisieren, damit wir nach der Außenkommunikation geben können. Wir haben uns organisiert, wir haben uns als freie Menschen, freie Wähler jetzt deklariert und wir haben Grundgemeinden gegründet. Und die Grundgemeinden sind dann A und O, weil das wird, sage ich Ihnen gerade jetzt schon, das ist international sofort anerkannt. Und wenn ich sage nochmal, wenn ich mit einem Alliierten jetzt sprechen würde, und ich würde sagen, wir haben 10 Grundgemeinden, ist das eine Sache. Aber wenn ich jetzt sage, wir haben 1000 Grundgemeinden, wir wollen mit ihnen reden. Ich will mit jedem, auch im Ausland, reden, auf den Augenhöhe. Ich bin ein frei geborener Mensch, ich bin hier, ihr seht mich, ich möchte mit euch zusammen, das, was ich vorher da geschrieben habe, ich möchte, dass wir das gestalten. Und das können wir. Sehr einfach sogar. Wir brauchen nicht viele Dokumente dort zu machen und nicht viele Wege und sich nicht lange überlegen. Das funktioniert genauso überall. Denn als freier Mensch kannst du wiederum, sagen wir so, auch wieder zur Arbeit gehen. Das ist doch gar kein Problem. Ich habe dort meine Zeit, also Kraft gegeben und ich habe den Anspruch, da was zu holen. Aber ich erkläre mich nochmal zu dem Boden. Also ich übernehme, sagen wir so, in dem Fall ein bisschen Verantwortung, aber habe dadurch auch mal die Chancen. Vielen Dank. Okay, danke. Ganz vielen Dank. Noch ein Überraschungsgast. Ja, genau. Ich finde das wunderbar zu sehen, wie wir alle dieselbe Vision haben und ganz viele Wege doch dahin führen. Und jetzt gibt es auch noch einen Weg, der ganz, ganz kurz nur angekündigt wird, dass es ihn überhaupt gibt. Und zu den Fragen, wir haben heute Nachmittag die Arbeitsgruppen und ich möchte noch mal daran erinnern, an die Intention des Aufbruchs, wirklich euch jetzt zusammenzusetzen, die Partei mit dem Freiwind, mit dir und gleich wird auch noch der Heinrich Fischer über OPPT was berichten und gucken, wie kann da gemeinsam Schuh draus werden. Ja, ehrlich, das ist für mich, glaube ich, dann. Bitte. Ja, hallo, ich bin Uwe aus Westfalen. Oder wie man es besser sagt, Uwe, Sohn von Georg August, Mann aus dem Hause oder vom Stamme Sonntag. Wir hatten jetzt zwei super Vorträge, zwei super Ideen. Alle haben seine Berechtigung, versucht von unten hier was zu ändern, die anderen spirituell und was auch immer. Und ich habe meinen Namen jetzt für eine Idee hergegeben, und zwar völkerrechtlich Deutschland wieder auf die Beine zu stellen. Und die Weimarer Republik quasi ist die letzte völkerrechtlich anerkannte Status hier und darauf aufbauend. Und juristisch heißt das dann Zweite Römisch II Deutsches Reich. Und dann einmal da aufsetzen, hier landen,
Nur um hier landen zu können vernünftig, müssen wir die Gesetze beachten, die damals gültig waren, damit wir nicht am Rummauscheln sind. Und das wird jetzt versucht und nächsten Samstag ist in Berlin Wahl zum vorläufig amtierenden Reichspräsidenten. Dann kann eine Struktur erstellt werden und dann sind wir auch Ansprechpartner, gegebenenfalls für Alliierten und so. Weil ich weiß nicht, was in Deutschland abgeht in Zukunft und was für Möglichkeiten oder Bedrohungen hier sind. Bisher sind die Alliierten für uns ja ziemlich still gewesen. Und wenn sie einen Ansprechpartner haben hier, wo sie sagen können, okay, wir wollen jetzt was ändern, dann können wir auch was tun. Und dies wollen wir einfach darstellen. Also trotz aller Missverständnisse und was da alles gelaufen ist im Namen des Deutschen Reiches oder was auch immer, einfach mal hingucken, was juristisch ist. Es geht hier um rein juristische Angelegenheiten, völkerrechtlich richtig, unangreifbar, wenn es hoffentlich irgendwie klappt, Deutschland wieder auf die Füße zu stellen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Jeder Deutsche kann hingehen. Das ist alles ein bisschen schwierig. Also, ich sollte jetzt nur ganz kurz. Ja, das machen wir nachher in den Arbeitsgruppen. Dafür gehen wir ja in den Nachmittag. Sag eben noch deine Internetadresse für die Leute, die da mehr Interesse haben. Also, wenn man jetzt darüber nachlesen kann. Ohne www, also deutsches-reich-gov.de. Das alles hat sich alles kurzfristig alles verschoben und so weiter, weil auch viele Angriffe da sind. deutsches-reich-gov.de und dann dieser Länderanzeiger reichs- und länderanzeiger.de. Ich hoffe, ich sage das richtig. Also Reichs minus dann Bund, UND, Länderanzeige, also da liegt kein Zwischenraum, kein Minus, .de. Okay. Und ansonsten googeln. Ja, genau. Danke. So.